Was geht ab, Bildungselite? Ja, ich werde hier langsam zum Bikini-Podcast und die Dame mir gegenüber sollte dem einen oder anderen auch irgendwie bekannt sein. Diejenigen, die sie nicht kennen, darf ich dich einmal vorstellen. Kiki oder soll ich sagen Chiara? Wie soll ich dich am liebsten Kiki nennen? ist okay, das ist, glaube ich, so das Gängigste. Kiki, erste Frage vorweg. Ich hoffe, es geht dir gut und hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Mir geht's sehr gut, danke vielmals. Ich habe tatsächlich noch nicht ein Weihnachtsgeschenk. Ich bin sehr Verdammt. schlecht. Ja, ich weiß. Ich schiebe das immer richtig krass auf, so mache mir zwar irgendwie das ganze Jahr Gedanken und schreibe mir auch immer so Ideen auf Notizen. Da Echt ein bist du schon guter besser Tipp. als ich. Yes. Also ich weiß wenigstens, was ich zu besorgen habe, aber das effektiv zu besorgen habe ich noch nicht geschafft. Aber es sind ja noch ein paar Tage auf jeden Fall. Richtig, richtig. Und den schwersten Part hast du schon geschafft. Du weißt, was du besorgen willst. Daran scheitert Genau. es meistens bei mir immer Genau. noch. Also bist du auch die Person, die dann am 23., 24. noch ganz aufgeregt durch die Läden rennt und. Ja, leider. Oh, okay. Vielleicht treffen wir Ja. uns. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner Familie ist es, wie soll ich sagen, ist es auch nicht schlimm, wenn man mal kein Geschenk hat. Also das ist gar nicht so üblich so. Wir genießen halt wirklich mehr einfach auch die Zeit gemeinsam und halt vor allem das Essen. Also Essen spielt bei uns halt so eine große Rolle und da sind die Geschenke einfach so Nebensache. Ist bei uns tatsächlich auch so. Wir haben uns sogar letztes Jahr gar nichts gegenseitig geschenkt. Das haben wir sogar abgemacht. Und hat wirklich niemand also geschenkt? Haben Da sich wäre alle. jemand böse geworden. Es haben sich wirklich alle dran gehalten und weil es uns einfach um das Beisammensein ging, ne? Und man auch diesen Stress ein bisschen minimieren wollte. Aber jetzt habe ich zwei kleine Nichten und für die muss ich auf jeden Fall was besorgen. Ja, wenn halt eher so ein bisschen jüngere Leute dann noch dabei sind, so Kinder oder so, dann Vielleicht bleiben wir schwierig, gleich ja. bei diesem Thema. Wie wirst du als Bikini-Pro denn überhaupt Weihnachten erleben, Weihnachten feiern? Wirst du voll reinhauen und voll schlemmen oder ist da irgendwo immer noch dieser Bodybuilding-Monk, der dich so ein bisschen zurückhält? Also tatsächlich war ich nie die Athletin oder die Bikini-Athletin, die sich darüber irgendwie krass Gedanken gemacht hat, so in dem Sinne, dass ich irgendwie Sachen tracke oder darauf achte, dass ich an dem Tag auf meine Makros komme oder sonst was. Also ich hab das schon immer sehr, sehr entspannt gesehen. Finde halt auch, so Tage gibt es halt einmal im Jahr, also Weihnachten jetzt an sich oder halt mein Geburtstag oder sowas. Und ich finde, dass man das dann halt auch einfach genießen soll und das ganze Bodybuilding ein bisschen auf der Seite lassen soll. Klar, man kann ins Training gehen, ein bisschen ja, sich sozusagen vorbereiten, dass man halt am nächsten Tag dann vielleicht nicht komplett zugelaufen ist mit Wasser. Man muss ja auch nicht übertreiben. Also weißt du, wie wir ja besprochen haben, einfach das Beisammensein, das Essen genießen, aber halt nicht so von wegen, ja, jetzt einmal und ich muss mir alles reinstopfen und am nächsten Tag kann ich gar nicht mehr. Also ich sehe das ganz entspannt eigentlich. Also du bist ein bewusster Genießer oder eine bewusste Genießerin, aber du verbietest dir auch nichts. Also wenn da mal so eine Marzipankartoffel reinfliegt, dann fliegt sie rein. Also Marzipan kann ich total drauf verzichten, aber Okay. was anderes sehr gerne, ja. Super. Gut, Kiki, jetzt mag es den einen oder anderen geben, der dich hier tatsächlich noch gar nicht kennt. Wir sind ja vornehmlich ein Männer-Podcast, obwohl wir immer mehr weibliche Zuhörerinnen kriegen, was mich extrem freut. Für die, die dich einfach wirklich noch gar nicht kennen, was glaube ich schwierig ist, weil du sehr präsent auch warst bei Rap One zum Beispiel, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Ja, also wie ich heiße, wisst ihr ja bereits, ich bin die Kiki. Ich bin 20 Jahre alt, komme ursprünglich aus der Schweiz, wohne jetzt gerade aber in Lörrach. Also das ist eigentlich gerade an der Grenze zur Schweiz, also wirklich komplett im Süden von Deutschland. Bin IFBB Pro seit diesem Jahr, also ich bin dieses Jahr Pro geworden. Letztes Jahr war meine erste Saison, die war auch schon relativ erfolgreich. Dieses Jahr hat es dann geklappt. Und ansonsten, ich bin Online-Coach. Ich mache auch Social Media, habe auch zwei ganz tolle Sponsoren, Allstars und Massive. Bei Massive bin ich auch involviert, nenne ich es mal so. Das ist auch ein Teil meiner Arbeit. Und ja, so ein bisschen grober Einblick in mein Leben.
Sehr schön. Ich würde gerne nochmal mit dir auf deine sportliche Vergangenheit ein bisschen zurückgehen, bevor wir überhaupt zum Bodybuilding kommen. Denn was bei dir ziemlich besonders ist, dass du aus einer sehr, sehr sportlichen Familie kommst. Magst du einmal erzählen, was ich damit meine und wie so deine Kindheit, deine Jugend in Bezug mit Sport waren? Ja, also ich komme aus einer ja durch und durch Sportlerfamilie. Also mein Papa war Profifußballspieler in der Schweiz und meine Mama war Sportmodel, Personal Trainerin, ist immer noch Personal Trainerin und mein Papa ist auch jetzt auch Fußballtrainer. Also es ist wirklich immer noch voll sportlich. Und ich war natürlich auch immer sehr sportlich, hat mir auch immer Spaß gemacht. Ich war auch immer mega, also wie soll ich sagen, wenn irgendwie Sportunterricht war oder Schwimmunterricht, fand ich das immer ganz cool, weil ich war halt auch gut. Also nicht, weil ich mir irgendwie krass Mühe gegeben habe, sondern weil es mir halt einfach liegt. Und ich wurde dann halt auch immer gezwungen, muss ich fast schon sagen, von meinen Eltern auch neben der Schule irgendwas Sportliches zu machen, einfach. Ja, weil es auch für die Entwicklung nicht schlecht ist und man ist halt sozial, unter anderem auch noch. Waren aber alles immer so Teamsportarten oder Schulsportmäßig, also Fußball, Handball, Basketball, Badminton, Kickboxen. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Und dann kam der eine Punkt, als ich 13 Jahre alt war. Da habe ich mich dann im Fitness angemeldet und da hat es bei mir eigentlich Klick gemacht so und ich wusste, okay, das ist meine Sportart und darauf werde ich auch hängen bleiben in dem Sinne. Also ich wusste, ich muss was machen und das hat mir halt so viel Spaß gemacht. Und ich war halt nicht angewiesen auf irgendwelche Zeiten, konnte wirklich gehen, wann es mir Spaß oder wann ich Lust hatte. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Dass du so viele Sportarten ausprobiert hast, lag das daran, dass deine Eltern wollten, dass du so vielfältig ausgebildet und geschult wirst, oder war es einfach so, dass du nie so dein Ding gefunden hast? Ja, also es war halt so, ich hab vieles angefangen und dann habe ich halt relativ schnell gemerkt, so, es ist schon cool und eben, es macht schon auch Spaß, aber es ist jetzt nicht so das, wo ich sage, ich will das jetzt unbedingt machen. Also es war nicht so, dass sie wollten, dass ich viel verschiedene Sachen ausprobiere, aber für mich ist halt so, das hat sich schon durch mein ganzes Leben gezogen, wenn ich halt was mache, wo ich halt überhaupt keinen Bock drauf habe oder halt nicht so einen Sinn dahinter sehe, dann ja, verleitet mir das halt ganz schnell und dann gehe ich halt weiter und versuche mein Glück neu sozusagen. Was war denn beim Fitness anders? Also, wo hast du da den Sinn drin gesehen, wie du so schön sagtest? Ja, also das ist eigentlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, setzt dich aus ein paar Gründen zusammen. Also eben zum einen, dass ich halt einfach was machen musste und ich das dann einfach ausprobiert habe und mir das echt sehr Spaß gemacht hat. Und zum Was genau hat dir anderen, Spaß gemacht? ich weiß nicht, einfach so das für sich selber sein und keine Ahnung, Krafttraining. Also ich habe mich angemeldet, ich wollte nur Cardio machen. Ich wollte eigentlich abnehmen und ich wollte wirklich nur Cardio machen. Aber ich war in der Zeit sehr, sehr scheu. Also ich wusste auch gar nicht so, wie ich mich mit anderen Leuten unterhalten soll oder so. Es war echt ganz, ganz schlimm. Und die Trainerin hat mich dann einfach an die Hand genommen und hat mir einen Trainingsplan geschrieben und hat gesagt, so, und jetzt machst du das. Und dann habe ich das halt gemacht und ich habe mich halt relativ schnell gesteigert und habe dann halt auch Fortschritte gesehen und das hat mich halt übel motiviert und keine Ahnung, es war halt so was Einzigartiges. Also alle anderen waren dann halt so in den normalen Sportarten und ich war dann halt so im Fitness und ich fand das halt mega cool, weil es war so meins. Also wie soll ich sagen, es war halt so was für mich, weil es in dem Alter oder ich sage jetzt mal in meinem Umfeld auch überhaupt nicht üblich war. Genau, aber der andere Grund war eigentlich, dass ich damals zu der Zeit ein bisschen eine schwierige Phase durchgemacht habe. Also psychisch ging es mir nicht so gut und ich hatte damals auch eine Essstörung und deswegen wollte ich auch abnehmen. Und als ich dann halt zum Fitness gekommen bin, habe ich halt so gemerkt, okay, entweder Fitness oder Essstörung, weil ohne Energie kannst du auch im Fitness nicht groß irgendwie was machen. Also ich bin dann auch ab und zu wirklich zusammengebrochen, weil ich halt keine Energie hatte und im Krafttraining braucht man ja Energie, um Leistung zu erbringen. Und das war dann halt auch so ein bisschen meine
Rettung oder wie soll ich sagen, einfach, das hat mich so ein bisschen aus dieser Scheißzeit, sage ich jetzt mal, rausgeholt und halt auch stärker gemacht. Also eben wie gesagt, ich war echt richtig verschupft so, wenn ich im Bus gehockt bin, war ich immer ganz hinten, Haare im Gesicht, wusste nicht, wie mich mit anderen Leuten unterhalten. Also es ist wirklich komplett 360 Grad Ja, einmal, irre, nee, ne? Jetzt stehst du auf 180 der Grad Bühne und einmal. bist im Podcast. Genau, also wirklich komplett eigentlich, also ich hätte es selber nie gedacht, aber ich bin mega, mega dankbar und ja, froh, dass es so passiert ist. Was für eine Essstörung war das? War es so Richtung Magersucht oder? Also es war eigentlich eine Mischung, so ein bisschen Magersucht und Bulimie. Es war halt entweder ich habe nichts gegessen oder ich hatte dann halt eben einen Binge und habe dann halt alles einfach Verbrochen. ausgekotzt. Genau. Und dann hat es aber bei dir irgendwo Klick gemacht, als du im Studio warst, dass du tatsächlich irgendwo essen musst, um Leistung zu bringen. Also ich kann mich genau noch an den Moment erinnern, weil ich war im Studio mit der Freundin und wir waren an dieser Kickback-Maschine, wo man hier so das Polster hat und dann war ich so an meinen letzten Wiederholungen und dann wurde mir schwarz und dann sind wir in die Umkleidekabine und da war so, da wusste ich einfach, okay, entweder wie gesagt, du lässt es jetzt bleiben, weil ich hatte so ein Probeabo, musste mich dann auch entscheiden, will ich weitermachen oder nicht. Und das hat mir dann, also fiel mir dann einfach immer schwerer, weil ich halt die Energie nicht hatte. Und ich beschreibe das immer so, ich hatte dann so vor meinen Augen so, entweder du gehst den Weg oder du gehst den Weg. Und Gott sei Dank habe ich den guten Weg gewählt. Irre, ich stelle mir das mal so ganz, ganz schwierig vor, dann da so die Kehrtwende zu kriegen. Hast du dann in dem Moment dir einen Ernährungsplan geschrieben oder hast du wirklich in dem Kopf einfach nur gedacht, ich muss jetzt einfach mehr essen und hast dann entsprechend. Und was hast du dann gegessen? Hast du gesagt, ich muss jetzt irgendwie auch gesunde Lebensmittel essen oder war es wirklich so, Hauptsache jetzt Kalorien rein? Also tatsächlich war es so, ich wusste da noch nicht so bewusst, dass ich mehr essen muss, um halt aufzubauen. Also ich habe mich dann natürlich auch im Internet belesen, habe mir Supplemente bestellt. Ich weiß genau noch, habe mir auch so Proteinpuddings und so Zeug bestellt. Also eigentlich total unnötig, aber es war für mich einfach so, wenn ich dann so Lebensmittel gegessen habe oder halt auch, wenn zum Beispiel meine Mom was gekocht hat, eben bei uns gab es eigentlich immer nur gesundes Essen, Ja. dann hat sich das halt in meinem Kopf auch so ein bisschen geswitcht, so eigentlich voll schade und voll die Verschwendung, das ganze Essen halt, ja, dann sozusagen zu verschwenden, indem ich es halt zum Beispiel gebrochen habe oder so. Und habe dann halt auch im Essen so ein bisschen mehr Wert gesehen. Habe dann natürlich also mit der Zeit immer mehr dazugelernt. Mehr Protein auch gegessen und allgemein einfach regelmäßiger gegessen, aber nicht irgendwie mit einem Ernährungsplan oder sonst was. Also das war dann einfach so eine normale Ernährung mit einfach mehr Protein. Das heißt, diese Erkenntnis und auch dieser Wandel kam eigentlich von dir ganz allein. Also dich hat da keiner an die Hand genommen, dich da begleitet. Nö. Deine Mutter auch nicht als Personal Trainerin. Nee, also sie ist, wie soll ich sagen, Personal Trainerin. Sie macht nichts mit Ernährung. Also sie ernährt sich selber sehr, sehr gesund, aber sie macht auch eher in die Richtung Eigenkörpergewicht oder halt nur mit wirklich so kleinen Equipments, also nicht irgendwie in die Richtung Bodybuilding. Also sie ist wirklich einfach nur für die Bewegung und so ins HIIT, eigentlich eher so ein bisschen ins HIIT. Was hat dein Vater damals gesagt, als du dich dann gesagt hast, du Papa, hier Fitness, das ist meins? War er froh drüber oder hat er als Teamsportler und Profifußballer nicht dann doch gesagt, ach verdammt, muss das wirklich das Studio sein? Kannst du nicht was anderes Schönes suchen? Also, er hat tatsächlich eigentlich nichts dazu gesagt. Also, als ich dann angefangen habe, von Bodybuilding zu reden, war dann einfach so, ja, aber da machen sich doch alle lächerlich drüber und dies und das, weil er halt, ja, wie soll ich sagen, er kam halt, wie gesagt, aus der Teamsport Richtung und damals waren die Wettkämpfe halt auch nicht so glamourös, sag ich jetzt mal, wie das halt heutzutage der Fall ist. Also, was ja in den letzten Jahren passiert ist, das ist ja ein kompletter Wandel, das ist ja unglaublich. Und tatsächlich auch erst, als er dann das erste Mal bei einem Wettkampf zuschauen war, hat es bei ihm dann Klick gemacht und er hat dann wirklich das Potenzial auch gesehen und auch den Sinn dahinter sozusagen. Aber
er fand es einfach gut, dass ich was mache. Er hat gesehen, es macht mir Spaß und in dem Sinne hat er mich da einfach machen lassen. Hat er dich schon irgendwie unterstützt auf irgendwelche sportliche Art und Weise oder auch meine psychologische Art und Weise? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Profisportler halt irgendwo schon auch weiß, wie da so der Druck auf einen lastet, wie man da umgehen muss. Und jetzt gerade vielleicht in den letzten 2 Saisons bei dir, wo du auch dann wirklich mehr im Mittelpunkt standest, hat er dich da irgendwie unterstützen können? Ja, also vor meiner ersten Saison hatte ich ja auch schon einen Coach. Ich war da bei Johanna Klatt, sagt bestimmt auch Hm? dem einen Ja. oder anderen was. Und sie war eigentlich so die erste, die mich so an diesen Ernährungsplan eigentlich rangeführt hat. Also sie war die erste, die mir Pläne gemacht hat und da habe ich auch das erste Mal wirklich so nach Plan gegessen. Und damals war halt noch kein Wettkampf in Sicht, sondern einfach mal so ein bisschen Lifestyle-Diät. Und da hat er tatsächlich eigentlich immer, wenn er mich halt in der Küche gesehen hat oder sonst wie halt ins Training gehen oder früh ins Bett gehen oder was auch immer, hat er mich immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht gemobbt, aber immer so ein bisschen so, wieso machst du das eigentlich? Und das hat gar keinen Sinn und guck mal, wie viel Zeit du damit verschwendest. Du kannst kein Geld damit verdienen und du investierst so viel Zeit, du bist noch so jung. Und er kommt halt, wie gesagt, aus einer Sportart, wo er halt auch sehr, sehr, sehr viel Zeit investiert hat. Aber er hat halt einen Haufen Kohle damit gemacht. So. Ja. Das ist halt im Bodybuilding nicht der Fall. Und das war halt für ihn wenig begreif, wie soll ich sagen, er hat das wenig begriffen, dass meine Leidenschaft oder ja, so groß ist, dass ich sozusagen all das opfere, um dann schlussendlich einfach auf der Bühne zu stehen zum Beispiel oder halt einfach mich gut zu fühlen in dem, was ich halt mache. Aber als ich dann meinen ersten Wettkampf hatte und er halt gesehen hat, wie gut ich aussehe und halt wie mein Potenzial ist und war, ab dem Zeitpunkt war er eigentlich Feuer und Flamme und da hat er auch gesehen, sie kann was in dem Sinne. Und jetzt Ja. unterstützt er dich und kannst du von jemandem auch irgendwie was lernen oder von deinen Eltern generell in der Hinsicht? Oder ist es wirklich so fernab vom Fußball oder vom Personal Training, dass die dann nicht wirklich eine große Ja, Hilfe sind? also es ist eigentlich total, ich mache wirklich eigentlich alles selber und es ist eher so, dass die von mir lernen, weil eben meine Mama zum Beispiel, ich bilde mich ja auch ständig weiter und dann rede ich mit ihr halt auch immer so über neue Studien oder einfach so Dinge, die halt neu rauskommen bezüglich der Ernährung. Training eher weniger, weil wir da halt wirklich einfach Differenzen oder andere Interessen haben. Und mein Papa tatsächlich, als ich die Diät angefangen habe, er ist so ein extremer Typ. Als ich die Diät angefangen habe, wollte er tatsächlich auch die Diät mit mir durchziehen. Also in dem Sinne, dass er einfach auf seine Art gesund essen wollte, hat es dann irgendwie 3 Tage geschafft und hat es dann wieder sein gelassen und einfach sein Leben wieder gechillt, weil er muss ja nicht. Aber Ja, eben. es war halt auch so eine Art Unterstützung von seiner Seite aus, weil er halt so dachte, ja, wenn sie jemanden hat, der das mit ihr macht, dann geht's besser. Aber ja. Ja, Nee, wofür dann also. nachher im Endeffekt, ne? Genau. Genau. Und eben viel, viel zu extrem. Also anstatt einfach die Ernährung umzustellen und mehr Gemüse zu essen und nicht halt so viel Süßes, muss er dann direkt, nein, ohne Öl und keine Kohlenhydrate, bla bla bla. Also Okay. es ist halt mehr so zum Spaß auch. Also er nimmt es nicht ganz so ernst, sagen wir es mal so. Aber schön zu hören, dass sie dich jetzt da komplett unterstützen und hinter dir Total. stehen. Ja, bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar für. Du hast gerade erzählt, dass du bei Johanna warst. War sie denn auch diejenige, die dich dann wirklich dann dazu gebracht hat, diesen Schritt auf die Bühne zu gehen? Oder ist der Wunsch in dir selber irgendwie aufgekeimt? Der Wunsch ist tatsächlich, ich glaube, nach meinem zweiten Trainingsjahr beziehungsweise der Kontakt dazu entstanden. Ich war auf der Suche nach einer Ausbildung und war dann in einer Schnupperlehre. Also ich bin da einfach Probearbeiten gegangen. Und da war so ein richtiger Oldschool-Coach. Da war ich irgendwie 15 oder so. Und da mich angeguckt und gesagt, ja, du musst unbedingt auf die Bühne und so. Und also jetzt, wenn ich drüber nachdenke, so was hat er sich gedacht? So, ich war einfach nur dünn und habe ein bisschen trainiert, aber er hat irgendwie Potenzial in mir gesehen.
Und dann hat sich das aber so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, war nicht mehr Thema. Ich hatte dann auch einen Freund, der hat dann gesagt, ja, nee, Muskeln sind nicht gut und das ist dann so männlich und alles drum und dran. So jung und naiv wie ich war, dachte ich halt so, ja, okay, dann lasse ich es halt sein. Und dann Bist du noch nicht mal ins tatsächlich, Fitnessstudio gegangen, oder? doch, 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 doch. Okay. Also wir sind auch zusammen ins Studio und eben ich habe dann auch aufgebaut und auch am Oberkörper und dann hat er halt schon so gesagt, ja, aber jetzt nicht mehr mehr und so, weil sonst bist du dann breiter als ich und ich dachte mir nur so, oh mein Gott. Nee, wenn ich jetzt so zurückblicke, egal. Aber dann tatsächlich Ende 2000, oh, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ende 2020, da habe ich halt bis dahin immer mehr Leute kennengelernt von der Szene. Ich hatte dann auch damals einen Freund, der Bodybuilding gemacht hat, kam dann halt mit dem Ganzen so in Kontakt und war dann Ende 2020, habe ich dann meinem Freund, also meinem Kollegen geschrieben, war eigentlich mein bester Freund, hey, lass doch einfach nächstes Jahr auf die Bühne gehen. Also einfach so aus einer Laune raus. Und dann haben wir die Vorbereitung angefangen und ja, dann stand ich dann 2021 auf der Bühne. Schon Aber mit Johanna, Johanna? nee, das war nicht mit Johanna. Mit Johanna habe ich im Prinzip eine Lifestyle-Diät gemacht, schon auch um mein Körperfett sehr zu reduzieren. Also ich war auch eigentlich recht gut in Form, mein Blut war auch frei und alles. Aber wir hatten dann halt keinen Wettkampf geplant. Ziel war eigentlich dann aufzubauen und dann nochmal eine Diät zu machen und dann erst den Wettkampf. Ich habe mich dann aber nach der Diät, wie gesagt, entschieden, zu meinem besten Freund zu wechseln. Und er hat mich dann vorbereitet, sozusagen. Erzähl mal, wie lief dein erster Wettkampf ab? Eigentlich perfekt. Also ich hätte es mir nicht besser vorstellen können. Die Prep war hart. Es war auch mehr so ein bisschen oldschool. Und ich war tatsächlich auch die erste NPC-Athletin von meinem besten Freund. Der hat zwar auch für die DBFV, heißt es, glaube ich, bei euch, Ja. einfach der Schweizer Verband, hat er viele Mädels schon vorbereitet und ich war dann seine erste NPC-Athletin. Das heißt, du hast gleich deinen ersten Wettkampf bei der NPC gemacht. Genau, und auch Krass. direkt international. Also Wow. ich bin nach Polen gefahren, beziehungsweise wir sind alle nach Polen gefahren. Ich war noch mit einem Freund, der sich auch auf diesen Wettkampf vorbereitet hat, mit meiner besten Freundin, mit meinem Freund und mit meinem Coach. Also wir waren fünft, sind wir zusammen nach Warschau gefahren. Und ja, drei Bodybuilder und zwei Normale sozusagen, dann alle aufeinander. Das war echt intensiv. Aber sind dann dahin gefahren, hatten ein Airbnb. Und haben dann uns halt vorbereitet, gekocht, gemacht, getan, Peak Week da verbracht und dann, ja, Wettkampf zum Wettkampf. Für meinen Freund war es nicht so erfolgreich, weil er halt auch nicht so eine gute Form hatte. Und ich habe dann tatsächlich alle meine Klassen gewonnen und bin dann kurz vorm Overall, beziehungsweise im Overall kurz an meiner Pro-Card vorbei. Bin Wie aber, krass wäre das gewesen, auf dem ja. allerersten Wettkampf die Pro-Card zu holen? Und ich muss aber sagen, ich bin mega froh und also, dass es nicht geklappt hat. Das wäre, also bei den Profis wäre ich dann sowas von auf die Welt gekommen und ich wäre so nicht ready gewesen. Einfach Mindset-technisch. Ja, ich hatte halt nichts zu verlieren, so. Ich habe den Wettkampf gemacht, habe sozusagen dann alles abgeräumt und ab dann war dann halt meine Erwartung hier, weil. Also, wenn du halt alles gewinnst und knapp an der Pro-Card vorbeischießt, dann gibst du dich nicht mehr zufrieden mit dem zweiten. So. Dann 2 Wochen später haben wir Alicante mitgemacht. Da wurde ich Vierte, war mega enttäuscht, mega demotiviert und es war halt, wie soll ich sagen, es war auch nicht so cool, der Wettkampf, weil es war mega Zeitdruck und wir waren mit Maske, wir hatten kein Eye-Walk. Also viele, viele Faktoren, die halt einfach nicht optimal waren. Für mich war es okay, weil mein Wettkampf in Polen einfach super war. So, das hat mich schon befriedigt sozusagen und gestärkt einfach. Aber ich musste dann auch arbeitstechnisch wieder zurück auf Arbeit, konnte dann keine Wettkämpfe mehr machen. Und ja, das war dann meine erste Saison.
Aber du hast ja dann in dem Moment halt Blut geleckt, wenn du so kurz an der Pro-Card schon standest. War ja klar, dass es Logisch. weitergeht. Ja. Bist du dann direkt schon zu Stefan? Dann bin ich tatsächlich direkt zu Stefan. Also ich war, glaube ich, noch einen Monat oder so im Coaching, aber ich hatte dann auch nach den Wettkämpfen keinen Reverse-Dietplan oder sonst was. Also ich habe mich dann einfach nicht gehen lassen, aber mir ging es dann psychisch auch nicht so gut. Ich war dann halt, wie gesagt, auch so ein bisschen demotiviert, hatte keinen Bock mehr auf das ständige Kochen und Preppen und hatte dann noch Probleme mit meinem Knie und das hat mich alles mega demotiviert und deswegen war ich dann so ein bisschen planlos. Hab dann Stefan geschrieben, der hat mir direkt auch schon alle Pläne geschickt und gemacht und getan. Dann hatte ich meine Brust-OP, dann kam noch Corona und ja, insgesamt waren dann 4 Monate vorbei und ich habe tatsächlich gar nichts gemacht, also weder trainiert noch nach Plan gegessen. Ich bin aufgegangen wie ein Ofkuchen, also ganz schlimm. Und ja, Was heißt dann. aufgegangen bei einer Bikini-Athletin? Also über wie viele Kilos reden wir jetzt hier? Puh, also ich war 65, nee, 63 Kilo in Alicante. Und gut, ist 10 Kilo, also es ist okay. Na Ich bin okay, auch ja. groß. Aber wenn du halt wirklich von jetzt auf gleich mit allem aufhörst, also Cardio, Training, Krafttraining auch, ich habe wirklich nichts gemacht, gar nichts. Und ich habe ja im Fitnessstudio gearbeitet, das war so doppelter Mindfuck, frag mich nicht wieso. Aber ja, das hat sich dann so ergeben. Dann meine Brust-OP verlief gut, aber die Heilung verlief nicht so gut. Das ging dann auch nochmal 2, 3 Monate. Eben danach kam Corona und tatsächlich habe ich dann im Februar, habe ich Stefan geschrieben, wieder, hey, ich bin zurück, guck, was ich getan habe, Formcheck geschickt. Und er meinte dann, ja, ist nicht so schlimm, mach einfach jetzt weiter mit den Plänen, die ich dir geschickt habe. Und dann bis Mai aufgebaut oder mich so, ups, sozusagen wieder zurückgekämpft und dann schon mit der Diät begonnen. Das heißt, du hast einen Also Aufbau von, ja gut, einen richtigen Aufbau von so 3 Monaten gehabt. ja, also Aufbau, wie gesagt, es war einfach Ja. ein irgendwie wieder so zurückkommen. Versuch Fuß zu fassen, wieder in die Routine reinzukommen. Genau. Genau. Ja, und nichtsdestotrotz war das ja dann eine sehr erfolgreiche Saison, oder? Oder nee, nee, Total. die darauf erst. Genau. Also Ja, also 2021 bist du zu Stefan. nee, 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 nee. Also letztes, warte, was haben wir jetzt? 2020? Letztes Jahr, 2021, war ich bei meinem besten Freund Ach so, okay. und direkt danach, also ich habe da Polen und Alicante gemacht. Direkt danach habe ich zu Stefan gewechselt. Das war dann aber nicht wirklich was, weil ja eben all das passiert ist. Und dann im Februar diesen Jahres haben wir Okay. dann effektiv zusammengearbeitet oder Okay. angefangen Und dann ging es zusammenzuarbeiten. diesen Jahres im Mai auf die Diät und dann auch auf die weiteren Pro-Qualifier, wovon dann auch einer erfolgreich war. Yes. Aber vielleicht da nochmal ganz kurz, das war ja nicht direkt auf dem ersten Wettkampf der Fall. Nee, erster Wettkampf war auch wieder Polen, Ja. weil Polen ist einfach ein geiler Wettkampf und weil das auch mein erster Wettkampf war und ich so gute Erfahrungen damit hatte, wollte ich den unbedingt machen. Und da wurde ich dann eigentlich auch Erste im Open. Ich wurde Zweite im Junior, also in der Juniorenklasse und bin dann auch wieder knapp an der Pro-Card vorbei. Also genau. Dann 1 Woche später war England. Da bin ich auf der Arnold Classic Amateur gestartet. Da wurde ich auch bei den Junioren wieder Zweite und im Open Vierte. Das war dann auch so, wie die gewertet haben. Also sag jetzt mal nichts dazu. Okay. War eine gute Erfahrung, war eine coole Bühne, so Expo-Bühne, aber war jetzt nicht irgendwie ein mega krasser, toller Wettkampf. Und dann tatsächlich nur 5 Tage drauf war dann Frankreich. Und da wurde ich Erste bei den Junioren. Also das allererste Mal, dass ich Erste wurde in der Saison. Und eigentlich, als ich Erste geworden bin bei den Junioren, wusste ich eigentlich schon, das muss ich jetzt holen.
Ja. weil es war so wie so schicksalmäßig. Ich dachte so, ja, okay, jetzt habe ich es geschafft. Erste bei den Junioren, erste Klassensieg und dann die Pro Card. Stark. Konntest du es in dem Moment greifen, was da passiert ist? Ja, also ich habe mich so für ein paar Sekunden total verloren und dann wusste ich so, okay, fuck, nee, du musst dich jetzt fassen und dann habe ich es einfach nur genossen. Also ich hätte auch komplett zusammenbrechen können, aber es wäre es in dem Sinne einfach nicht wert gewesen und dann habe ich mich zusammengerissen und es hat dann echte Zeit gedauert, bis ich das dann verarbeitet habe, so das Ganze. Weil ich bin ja direkt danach dann in der also Profishow gestartet. Und als ich dann in der Seitenlinie stand, war es für mich einfach nur so, boah, krass, was geht hier eigentlich ab? Ich komme gar Ja. nicht drauf klar. Aber ich habe es voll genossen. Also es war echt sehr Ist ja toll. trotzdem halt sehr, sehr schnell gegangen, ne? Innerhalb von 5 Wettkämpfen da zum Profi zu werden und dann aber im großen Zirkus mitspielen zu dürfen. Wie war dein Pro-Debüt für dich? Anstrengend. Gott. Das war, ja, also wie gesagt, ich war jetzt nicht so erfolgreich. Ich glaube, ich wurde zweitletzter oder so. So Immerhin nicht what? letzter. Füße nass gemacht. Yes. Und ich stand dann halt oft an der Seitenlinie. Und wenn du halt an der Seitenlinie stehst, musst du ja trotzdem deine Pose halten. Und ey, also der Head Judge hat die wirklich verglichen so oft und die Vergleiche gingen so lange. Da waren wir, glaube ich, zwei oder dreimal sogar auf der Bühne. Also ich hatte echt am nächsten Tag, mein Körper war kaputt. Es war sehr anstrengend, aber wie gesagt, ich habe es einfach nur genossen, weil es war für mich wieder so, ja, ich habe nichts zu verlieren. Es ist einfach nur so wirklich Spaß und ich habe gerade die Pro Card gewonnen. Und ja, es war einfach überwältigend. Ja, wie gesagt, Füße nass gemacht, gucken, wo man steht. Erstmal, du bist dein fünfter Wettkampf gewesen. Wer kann das schon von Wow. sich behaupten? Und jetzt wahrscheinlich dann Ziel anvisiert, nächstes Jahr irgendwie dann das richtige Profidebüt zu geben. Ja, auf jeden Fall. Also wir wissen noch nicht genau, wie, wo, was, also welcher Wettkampf es wird. Aber Ziel ist auf jeden Fall nächstes Jahr gegen Ende. Und dann, ja, bis dahin einfach noch ein bisschen verbessern, aufbauen. Ja. Genau. Wo siehst du deine Schwächen oder deine Baustellen? Wo musst du dich auf jeden Fall noch steigern? Also ich denke, am Posing kann man noch sehr, sehr, sehr viel machen. Ich bin zwar der Meinung, dass Posing oder wie soll ich sagen, jede Athletin muss ihren eigenen Posing-Stil haben. Ich habe wirklich vieles ausprobiert, habe natürlich auch geguckt, was machen die Pros, mir gewisse Sachen rausgepickt und dann halt in meinem Stil sozusagen umgesetzt. Aber am Posing werde ich auf jeden Fall noch viel fallen müssen, auch das Selbstbewusstsein auszustrahlen und wirklich auch nicht einfach nur als Küken dann dazustehen und zu denken, oh mein Gott, ich stehe mit all den krassen Athletinnen auf der Bühne. Sondern wirklich auch jetzt mit dem Mindset halt ranzugehen, hey, ich bin jetzt Pro, ich spiele jetzt auch in dieser League mit und ja. Und das Feedback von den Judges war zum Beispiel, dass mein oberer Glut noch voller werden muss, dass da noch mehr drauf kommt, weil mein Glut halt sehr lang ist und das kreiert dann auch die Illusion, dass da oben halt noch mehr drauf muss. Ja. Und halt einfach allgemein, es muss überall ein bisschen mehr. Muskelreife ist halt auch ein Thema. Ich bin halt noch sehr jung, ich Ja, trainiere zwar eben. schon lange, aber ich brauche halt einfach schwere Gewichte und Zeit. So. Ja. Das Und wollte ich vorhin noch mal gefragt haben, weil du meintest, du warst damals ein sehr, sehr schüchternes Mädchen, die auch gar nicht wusste, wie sie mit Leuten sprechen kann. Ist das wirklich doch etwas, was dir immer noch schwerfällt, dich da zu präsentieren und zu posen, oder geht das mittlerweile? das, also mit dem habe ich tatsächlich überhaupt gar kein Problem. Das ist für mich einfach, ich kriege dann auch gar nichts mit, was um mich passiert. Also ich sehe dann auch keine Zuschauer oder sonst was, sondern ich bin dann so komplett in meinem Film und liefere dann einfach das ab und habe Spaß. Und ich denke mir dann halt auch so, du hast jetzt diese 16, 17, 18 Wochen so hart geackert, hast auch schwere Tage hinter dir und es wäre einfach zu schade, das jetzt nicht wirklich vollkommen rüberzubringen und dich irgendwie von Unsicherheiten oder Nervosität oder sonst was
wie soll ich sagen, zurückzuhalten oder einzuschränken in dem Sinne. Ja, also ich habe gar keine Probleme mehr, was die Kommunikation mit anderen Leuten angeht oder mich halt auch in der Öffentlichkeit zu präsentieren, auch durch Social Media und Ja. ich, keine Ahnung, wenn wir irgendwo mit einem Stand sind, mit Massive, bin ich ja auch immer in Kontakt mit Leuten oder auch durch die Arbeit im Fitness. Also ich habe eine Ausbildung gemacht im Fitness. Das war eigentlich der Hauptgrund, wieso ich nicht mehr so schüchtern war, weil ich einfach musste. Also du musst ja präsent sein, du musst kommunizieren mit den Leuten, weil sonst gehst du ja völlig unter. Ja, ich glaube auch, Genau. wenn du ist unser Glück natürlich, dass du diese Schüchternheit abgelegt hast, dass du hier bei uns im Podcast bist. Und du warst ja auch zum Beispiel bei Rap One in mehreren Videos vertreten. Wie kam da der Kontakt zustande? Also, wie gesagt, ich habe ja am Anfang kurz von Massive geredet und mein Freund ist der Inhaber von Massive. Und das kam im Prinzip eigentlich so zustande. Markus ist ja auch bei Massive, Markus Hoppe. Und Markus kennt Tim. Und die zwei haben ein Videodreh ausgemacht in der Eisenhöhle. Und Tim meinte dann, ob ich nicht auch mitkommen will, weil ich ja auch in Vorbereitung bin und alles. Und dann Matze war der Kameramann und er hatte mich schien's auch schon auf dem Schirm, aber hat mich einfach noch nicht angeschrieben. Und so kam das eigentlich zustande. Also eigentlich über meinen Freund, über Markus, dann Ja. Tim und dann. Und dann hat die Chemie gestimmt, sodass ihr gesagt habt, komm, wir machen mal ein paar Reportagen bei den Wettkämpfen. Genau. Also er fand es halt auch cool, eben, dass ich noch so jung bin und halt schon halt wirklich dran bin und hat halt auch gesehen, dass ich dafür brenne und Ja. halt nicht einfach nur einen Wettkampf mache und dann tschüss, so. Ja. Finde ich super, dass ihr da die Chance gibt. Also da an Mega. dem der Stelle nochmal Dankeschön und vielen großen Respekt auch an Matze. Jetzt war es ja leider so, dass in die letzten Videos von dir, gar nicht deinetwegen, aber einfach wegen so ein paar Vollhorsts im Internet, die irgendwie der Meinung sind, Bodybuilding müssen Männer sein und dürfen keine Bikini-Frauen sein, dass da echt viele blöde Kommentare gab. Wie bist du damit umgegangen? Konntest du das irgendwie ausblenden? Ist es irgendwie doch an dich rangekommen? Oder weil man im Endeffekt, man reißt sich da den Arsch auf, wird dann halt irgendwie auch noch von der Kamera begleitet, denkt, man bietet den Leuten halt netten Mehrwert. Und dann gibt es halt so ein paar Rambos im Internet, die irgendwie sich nicht zu benehmen wissen. Ja, also tatsächlich war das ja auch bei meinen ersten Videos schon so, dass da viel Hate gekommen ist, also wirklich auch unter der Gürtellinie. Ich glaube, bei meinem dritten Video war es sogar so schlimm, dass Matze das Video offline genommen hat und mir geschrieben hat, so, hey, das geht gar nicht, ich lasse es offline, weil, weißt du, tut mir leid für dich, so. Ich so, es juckt mich nicht. So, Ist das es juckt wirklich mich auch. so? Es juckt mich nicht ein bisschen. Also klar, wenn es konstruktive Kritik ist, höre ich mir das auch an. Also ich weiß genau noch, unter einem Video hat jemand mein Posing kritisiert, aber hat mir halt Tipps gegeben und ich habe das dann tatsächlich in Alicante umgesetzt und es war viel besser. Also so Kommentare sind dann halt wiederum positiv, weil ich halt daraus was ziehen kann und das dann halt auch verbessern kann. Aber mit dem ganzen anderen Hate, da gucke ich es mir an und denke mir, okay, schön. Aber wenn halt irgend so ein anonymer Rambo dahinter steckt, dann kann ich es eh nicht ernst nehmen. Also entweder du kommst mir straight in mein Gesicht und wir reden, oder Okay, finde ich übelst erwachsen und übelst stark von dir, dass du es so kannst, weil, also du hast ja gerade gesagt, du hast dir die schon durchgelesen, die Kommentare. ja, logisch. Also ist eben lustig, weil mein Freund, der ist jetzt auch gekommen, vielleicht kommt er dann gleich rein. Der liest sich das auch immer durch und dann ärgert er sich halt auch, wenn Leute mich halt beleidigen oder sonst was. Aber wir sitzen dann abends auf der Couch und dann lachen wir uns halt gemeinsam so ein bisschen darüber ein ab, ja. Wie gesagt, finde ich super stark, dass du das kannst. Ich bin jetzt ja auch langsam so ein bisschen in der Öffentlichkeit angekommen und ich muss sagen, mich beschäftigen solche Negativkommentare tausendmal länger als einfach dieses ganze Lob, was man zurückkriegt. Also es ist immer dieses, man kriegt 100
mal Lob und einmal irgendwie Kritik. Und diese eine Kritik beschäftigt einen dann doch tausendmal mehr als diese hundertmal schönen Kommentare. Das ist Und lustig, aber ich habe genau das von dir heute auch gehört, weil ich habe eine Massekonferenz, glaube ich, gehört, als ich Pakete gepackt habe. Und ich finde es, wie soll ich sagen, es ist halt schade, weil es bringt dir halt nichts. So. Also, weißt du, du musst halt immer überlegen, so wieso schreibt eine Person das? Wenn es konstruktive Kritik ist und du daraus was ziehen kannst absolut. und es dir wirklich dann auch einen Mehrwert bringt, dann ist es ja umso besser. Aber wenn es einfach irgendwie nur so sinnlosen Hate ist und irgendwie aus Frustration oder sonst was, dann mein Gott, sorry, aber tut mir leid, dass du dich damit beschäftigen musst. So, da ist Ja, moin. er. Alles gut? Ja, danke selber. Ja, alles gut. Perfekt. Kommt gerade von der Arbeit. Fleißig. Nee, wie gesagt, du hast vollkommen recht. Ich finde es auch total sinnvoll, was du gerade gesagt hast. Und tatsächlich kann ich das dann auch so mit ein bisschen Abstand noch reflektieren. Aber ich merke schon, wie es halt mich in dem Moment tatsächlich stört. Und deswegen hatte ich halt, und gerade du in deinen jungen Jahren, also du bist ja wirklich auch noch ein paar Jahre jünger als ich, finde ich das extrem reif und abgeklärt, dass du halt wirklich sagen kannst, okay, lass sie doch reden, das juckt mich nicht und es geht mir am A vorbei. Jo, was bringt's mir? Also Du ganz hast vollkommen ehrlich, recht, aber ich überlege mir so, ich hatte genug schlechte Zeiten und negative Gedanken, dass ich mich jetzt mit sowas abgeben muss. Und ja, ich stehe in der Öffentlichkeit. Ich bin der Meinung, ich, also nicht, dass ich mir das anhören muss, aber es gehört halt einfach dazu. Und entweder du kommst damit klar oder halt nicht. Oder eben du musst dann halt irgendwie eine Strategie für dich finden, das dann halt mit dir selber, wie soll ich sagen, zu vereinbaren oder dass du es halt einfach beiseite lassen kannst, sozusagen, weil, ja. bin ich absolut bei dir. Und wie gesagt, es klappt auch mit etwas Abstand und Reflektieren und so weiter. Und dann kann ich das auch irgendwo einordnen. Aber ich finde es halt beeindruckend, dass du sagen kannst, selbst wenn da so Kommentare kommen, die wirklich komplett unter der Gürtellinie sind, dass sich das einfach auch in dem Moment nicht mal irgendwie tangiert. Nee, ich, wie gesagt, wir gucken uns dann wirklich die Kommentare an oder er sagt mir dann auch, hey, guck, hast du das gesehen? Und dann denke ich mir so, ja, mein Gott, verdreh da nur die Augen. Aber es kommt wirklich nicht an mich ran, weil es bringt mich einfach nicht weiter. War das ein Prozess, den du gelernt hast jetzt mit der Zeit, wo du in der Öffentlichkeit stehst, oder war das schon von Anfang an einfach so? Also tatsächlich so, wie soll ich sagen, das erste Mal, dass ich Kontakt mit sowas hatte, war eigentlich tatsächlich, glaube ich, nach meinem ersten Rap One-Video. Wenn ich auf Insta mal irgendwelche negativen Kommentare oder sonst was krieg, direkt blockieren. Also so, du verbreitest keine Negativität auf meinem Profil und wenn es einmal verkackt hast, dann bist du weg. So, Ja. block. Just block out all the haters. Und dann. Vernünftig. Da hat Larissa Reinl immer einen schönen Spruch gesagt: Mein Grundstück, meine Regeln, ne? Und das ist halt auch irgendwie dann ja mein Kanal. Und wenn du nicht nach meinen Regeln tanzt und dich nicht benehmen kannst, dann darfst du halt nicht hier mitspielen. Genau. Und dann kommen so Nachrichten, ja, du hast mich damals blockiert und so, kannst du mich vielleicht entblockieren? So, nee, es gibt einen Grund, wieso ich dich blockiert habe und das bleibt halt einfach so. Ja. Da bist du auch stringent, gibt es keine zweiten Chancen. Einmal verkackt, immer verkackt. Ja, es kommt ein bisschen drauf an, wenn jetzt die Person vor meinem Gesicht ist und mir sagt, irgendwie bei einem Event oder so, hey und so, und es tut mir leid, dann denke ich mir so, ja, okay, ich bin jetzt nicht irgendwie ein Monster oder so und ich habe jetzt dein Gesicht gesehen, aber das passiert eigentlich so gut wie nie, deswegen. Also Leute, seid lieb zu Kiki, benehmt euch im Internet. Ja, falls ihr sie Nicht nur weiter zu mir. verfolgen wollt, müsst ihr euch benehmen. Bitte? Nicht nur zu mir, also auch zu dir auf jeden Fall, wenn es dich bedrückt und zu allen anderen auch. Also Ja, nein. verbreitet. Das war nur der eine Kasper, der gesagt hat, ich habe da nichts zu suchen, weil ich kein Bodybuilder bin. Wo ich mir denke, okay. Aber im Endeffekt habe ich eine so starke Community jetzt, die mich da auch wirklich aufgebaut haben und das war alles klasse. Es war, wie gesagt, eine erste Kritik und die erste Kritik ist vielleicht auch was Besonderes und man härtet mit der Zeit auch vielleicht ein bisschen ab. Ja, auf jeden Fall. Also, und ich meine, es geht ja nicht darum, dass du irgendwie Profi-Bodybuilder bist und keine Ahnung was. Also, du bist ein Podcast-Host und Ja, eben. so what?
Aber es soll hier nicht um mich gehen, es soll hier um dich gehen. Findest du denn generell, dass die Wertschätzung gegenüber Bikini zu gering ist in der Szene? Würde ich so nicht sagen. Also ich würd auch sagen, Bikini ist immer, wird immer mehr akzeptiert und auch populärer. Natürlich bei den ganzen Oldschool-Boys und so wird es halt nicht so anerkannt, aber das ist auch völlig okay. Und wenn die sich dann wirklich mal mit Bikini beschäftigen und sehen, dass wir mindestens genau so hart trainieren oder einfach die Diät mindestens auch genauso schwer ist und wir uns auch wirklich den Arsch aufreißen, dann ist es, glaube ich, auch ganz okay. Also wie gesagt, ich denke, es wird immer populärer so und akzeptierter auch, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, weil ja, Bikini ist schon lange nicht mehr nur einfach ein, zweimal in der Woche trainieren und ein bisschen Diät machen und dann kann man auf die Bühne. Also das Level ist ja Ja. enorm gestiegen auch deswegen. Gerade bei den Profis, also was ihr da leisten müsst, ist ja abnormal. Und ich glaube, ihr habt eine ziemlich deutliche, eine Diät, die ganz schön viel härter ist als bei den meisten Oldschool-Leuten. Wenn man sieht, wie wenig Kalorien ihr nachher noch unterwegs seid und so weiter. Und wie wenig Unterstützung da vielleicht noch mit reinfliegt. Ja und nein. Also eben das mit der Unterstützung ist sicher ein Thema, wo dann die Jungs, sage ich jetzt mal, ein bisschen einfacher haben oder ja, wie soll ich sagen, durch halt gewisse Supplemente halt vielleicht mehr Muskelschutz haben und halt sich nicht so drauf achten müssen, dass sie irgendwie krasse Muskulatur verlieren oder sonst was. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Oldschool Bodybuilding gleich schwer ist wie Bikini, weil die haben ja wirklich sehr viel mehr Muskeln und haben teilweise sogar weniger Kalorien als Bikinis und Ja. trainieren halt auch noch mal anders, aber halt eben, die sind halt anders unterstützt. Deswegen, es ist immer so ein, ich würde nicht sagen, irgendwas ist schwerer oder leichter, es ist halt auf seine Art schwierig, Ja, so. gut, habe ich falsch ausgedrückt, aber es ging wirklich darum, dass ihr halt auch denselben Leidensweg gehen müsst, den halt auch alle Bodybuilder gehen müssen. Ihr reißt euch trotzdem den Arsch auf, ihr diätet trotzdem. Auf jeden Ne? Fall. Und habt im Vorfeld von so einer Wettkampfvorbereitung, also von so einem Wettkampf, vielleicht auch noch mal deutlich mehr zu tun, wenn es darum geht, Haare zu machen, zu schminken, das Outfit zu wählen, den Schmuck zu wählen und was da nicht noch alles passiert. Purer Stress. Kannst du dich damit so richtig anfreunden? Schockt dich das an, so halt vor dem Wettkampf dann noch wirklich dann den Schmuck auszuwählen, einen Friseur zu machen, ein Make-up zu machen? Oder nervt dich das eher? Ich finde das Ganze drumherum halt auch mega cool. Also auch eben die Anreise, die Zeit vor dem Wettkampf zum Tanning zu gehen. Alles ist irgendwie in einem, wie soll ich sagen, gefällt mir. Also es ist nicht so, dass mich irgendwas nervt oder sonst was, weil eben du hast dich so lange auf diesen Moment vorbereitet und am Schluss ist es eigentlich nur noch so ein Puzzleteil zusammensetzen. Also du nimmst hier, wie gesagt, Schmuck, dann Tanning, dann hast du deine Haare, Make-up und dann am Schluss, wenn du dann halt auf der Bühne stehst, ist es wie so ein vollständiges Puzzle und ich würde nicht sagen, dass mich irgendwas davon nervt oder also ja, ist alles dann schön. Also beneidest du die Männer nicht, die sich einfach nur einen Posing-Slip anziehen müssen, einmal unter die Farbdusche stellen und dann auf die Bühne gehen? Eigentlich nicht, nee. Ist irgendwie auch was Besonderes, ne? Sich dann noch Gedanken zu machen und dann noch ein bisschen hübsch zu machen und das alles ein bisschen zu zelebrieren. Ja, es ist halt, ich bin halt generell eher nicht so, dass ich mich jetzt unterm Jahr oder sonst wie irgendwie mega krass schminke oder zurecht mache oder mein Gott, ich laufe 90% der Zeit in Leggings rum und im Hoodie und wenn ich dann mal die Möglichkeit habe, mich wirklich abzuglammen, dann nutze ich die auch und das macht dann halt auch riesig Spaß. Auch so die Veränderung zu sehen, so die Transformation so von hässlichem Entlein und dann so, wow, Queen, strahlend. Ja, da gibt es auch echt krasse Instagram-Reels oder Videos, wo man halt dieses Vorher-Nachher sieht, was wirklich teilweise krass ist. So, ist es dieselbe Person? Das ist echt krass, ja. Ja, was für Make-up alles zaubern kann. Wo wir gerade schon bei der Bikini-Klasse sind, steigst du wirklich durch dieses
dieses Wertungssystem durch? Also kannst du wirklich halt dir jetzt so ein Mr. Olympia angucken und glasklar sagen, pass auf, die gehört gewinnen, weil. Also das kann man bei Bikini eh nicht glasklar sagen. So, ich glaube, du kannst sogar die Top 10, ich glaube, für jede gibt es ein Argument, dass die erste werden kann, meiner Meinung nach. Weil bei Bikini spielt ja so viel mehr als nur Härte und Fülle. Also du musst ja eigentlich in der Mitte von der Mitte sein. Und dann bist du bei Bikini sozusagen perfekt. Aber es gibt so viele verschiedene Typen. Also es gibt die, die haben ein bisschen rundere Muskulatur. Dann haben die andere, die ist vielleicht ein bisschen härter, ein bisschen weicher. Es ist halt schwierig zu erklären. Also wenn man sich nicht mit der Klasse auskennt, es ist nicht so wie bei einem Bodybuilder, wo man sagt, ja, der Ja, eben. härteste und faulste gewinnt. So, es spielt so viel mehr noch eine Rolle. Deswegen es ist halt schwierig. Die Favoritinnen kennt man, aber ich denke, man kann wirklich Top 10 durchwechseln und für jede ein Argument finden, wieso jetzt die gewonnen hat. Ich habe auch immer den Eindruck, dass es so saisonal ist, was einfach gerade so gefragt wird. Jedes Jahr ist irgendwie so ein bisschen was anderes, ein anderer Look vielleicht. Und ich habe auch mit Sarah Neuheisel letzte Woche einen Podcast gemacht. Die sagte so, dass irgendwie dieser Mr. Olympia immer so eine Art Katalog ist. Also man wartet auf den Mr. Olympia, was so die neuen Wertungskriterien sind, was gefordert wird. Und dann fängt man an zu arbeiten, um dann irgendwie sich dahin anzupassen. Aber es kann sein, dass nächstes Jahr wieder alles anders ist. Ja, also ich muss sagen, ich sehe das tatsächlich nicht unbedingt so. Also ich finde, es kommt immer von Show zu Show drauf an. Es kommt auf die Judges drauf an, was die gerne sehen wollen. Und es kommt natürlich auch immer drauf an, was neben dir auf der Bühne steht. Ja. So, wenn jetzt Jennifer Dory letztes Jahr gewonnen hat und du halt eine Bikini-Show hast mit Mädels, die alle sehr wenig Muskulatur haben und alle ein bisschen weicher sind, dann kannst du halt auch nur das judgen. So. Ja. So sehe ich es halt. Aber ist es dann irgendwie bei den Bikini-Mädels schon untereinander so bekannt, welcher Judge mehr so Präferenzen wofür hat? Also meinetwegen, jetzt ist da Judge XY und man weiß, okay, der findet eher so härtere Mädels cool. Dass man sich dann vielleicht eher die Shows rauspickt, wo er judged oder. Ja, ich glaube, es ist nicht unbedingt der Judge, sondern der Wettkampf an sich. Also, was meine Erfahrung zum Beispiel war, in Polen, da suchen sie jetzt nicht unbedingt mega ultra harte. Wiederum zum Beispiel in England genau das Gegenteil. Kommt natürlich, wie gesagt, auch immer darauf an, wer steht auf der Bühne neben dir. Ja, klar. Im Großen und Ganzen. Aber es gibt schon so, oder auch zum Beispiel Rumänien, habe ich auch das Gefühl, da sind sie einfach ultra hart, ultra trocken. Kann man halt nicht so verallgemeinern auf den Judge, sondern eher auf die Location, denke ich mal. Gut, aber hast du denn so gewisse Kriterien oder Looks, wo du sagst, okay, davon lässt sich jetzt beeinflussen, darauf arbeitest du hin? Oder hast du für dich selber halt irgendwie so deine Idealform im Kopf und versuchst halt einfach die dann irgendwie weiter auszubauen? Also die ideale Form für mich hat eigentlich Stefan im Kopf so, Okay. da brauche ich ihm halt das komplett an. Ich mache eigentlich wirklich auch das, was er sagt. Klar, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ich brauche vielleicht doch ein bisschen mehr Carbs oder so, dann sage ich ihm das auch und dann gucken wir zusammen. Aber an sich weiß eigentlich Stefan, wie ich aussehen soll, wie ich aussehen muss. Er hat ja auch, was Bikini angeht, da ein recht gutes Auge dafür. Deswegen ist er auch mein Coach. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich an irgendwie was orientiere, weil, wie gesagt, die Mädels, die sind alle so unterschiedlich und jede hat ihre Vorzüge, jede hat so ihren Look, genau gleich, wie es auch mit dem Posing ist. Ich finde halt, man muss für jede einzelne Athletin so das, wie soll ich sagen, den perfekten Look finden. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, ich finde Jennifer Dory cool, ich will jetzt so sein wie sie, weil du wirst nie sein wie sie. Du wirst so sein, wie du bist und du musst für dich selber, für deine Struktur, für deine Möglichkeiten halt das Beste rausholen. Ja, klar. Aber ihr habt ja auch ein Feedback von Judges bekommen und ihr werdet jetzt wahrscheinlich auch dann gezielt am oberen Glut ein bisschen Arbeit ansetzen. Ja, ist auch schon Perfekt. erfolgreich. Die Mission wird erfolgreich Der umgesetzt. Booty wächst. Yes.
Sehr schön. Cool. Ja, dann bin ich sehr gespannt, wo es bei dir nächstes Jahr hingeht, wo du starten wirst und wie erfolgreich das dann sein wird. Bei deiner Amateurkarriere, da kann man eigentlich nur Gutes hoffen, dass es auch wirklich vielleicht genau daran anknüpfen kann. Drück dir War natürlich die natürlich Daumen. optimal. Jetzt gibt es noch einen Themenbereich, der ist ein total harter Cut jetzt, aber der mich interessiert. Und zwar hast du schon angesprochen, dass du bei Massive Soldier, also bei Massive involviert bist. Da dein Freund, glaube ich, der Inhaber der Firma ist, korrekt? Genau, ja. Magst du mir einfach mal ganz kurz für diejenigen, die vielleicht Massive Soldier gerade nicht kennen, erklären, was ist Massive überhaupt, was ist eure Mission und was wird uns da jetzt auch im nächsten Jahr von Massive Soldier erwarten? Cool, dass du das ansprichst. Also Massive ist ja eine Bekleidungsmarke, aber wir sind eigentlich nicht nur Kleidung, sondern wir probieren eigentlich damit mehr auch so ein bisschen das Mindset rüberzubringen. Also Massive Soldier, für einen Massive Soldier musst du nicht irgendwie die breiteste Kante sein oder sonst was, sondern Massive Soldier ist mehr so hier oben. Es ist einfach immer weiter steppen, Steps nach vorne machen, nicht stehen bleiben. Hauptsache, du bleibst dran. Und das ist so ein bisschen die Message, die wir rüberbringen wollen. Haben auch schon sehr, sehr viele sozusagen in unseren Bann gezogen oder auch halt mit dem Ganzen motiviert. Auch haben wirklich auch viele krasse Geschichten von Leuten, die irgendwelche Krankheiten hatten oder auch Krebs oder so. Und die uns dann wirklich schreiben und sagen, hey, ihr habt uns so motiviert und durch euch, durch eure Motivation habe ich es geschafft oder habe ich angefangen mit Sport und das hat irgendwie mein Leben gerettet, weil ich auch mental wirklich am Arsch war oder so. Also ist echt ganz, ganz cool. Ja, was erwartet euch im Was ist nächsten eure Jahr? Es sind Mission? auf jeden Genau. Fall ein paar. Genau, unsere Mission ist in dem Sinne natürlich noch mehr Reichweite, also wirklich, dass wir auf ein Level kommen, wo wir wirklich sehr, sehr, sehr bekannt sind und halt auch diese Message weitergeben können. Wir haben ein Projekt am Start, wird auf jeden Fall auch ein Podcast sein, Massive Soldier Podcast mit mir als Host und mein Schatzi wird dann da auch ab und zu mal dabei sein, was das ganze Mindset angeht, weil er ist halt der Brain dahinter, also das Ganze kommt ja eigentlich von ihm. Das ist, macht er eigentlich alleine so. Das hat er aus dem Boden gestampft von nix. Deswegen wird sicher auch interessant für ja, die Leute da draußen sein, wie gesagt, wer dahinter steckt. Das ist ein großes Projekt. Was haben wir noch? Vielleicht ein bisschen auf Wettkämpfe auf jeden Fall noch präsent sein. Und ja, Auf uns der halt Dennis einfach. James wart ihr gerade vor dem Start, ne? Genau, ja. Also das, falls es nächstes Jahr wird wahrscheinlich auch wieder Dennis James geben. Also da werden wir auf jeden Fall auch sein. Einfach präsent sein, Steps nach vorne machen und ja, uns in der Szene einen Namen machen auf jeden Fall. Und geile Klamotten raushauen. Und geile Klamotten Ich habe mal natürlich. angefasst, so eine Klamotte, die Qualität war echt ganz gut. Muss man echt lassen. Und wir Ja, werden cool. von Mal zu Mal besser. Also ist natürlich, je größer natürlich auch das Budget ist, desto besser kann man natürlich auch kommen. Und also die Qualität, die wir jetzt schon haben, ist echt, kann man nichts sagen. Ja, ich war am Wochenende mit Anton unterwegs. Der hat auch eure Klamotten fleißig auch in seiner Freizeit getragen. Das ist also nicht nur ein Werbegag, den Anton da macht, sondern der liebt die Klamotten. Der hat die auch in seiner Freizeit an. Ja, das Genau. ist halt auch was, gerade zum Thema Athleten. Also wir haben ja insgesamt fünf Hauptathleten und das ist ja ein, nicht so typisch für, ich sage jetzt mal, andere Marken. Also wenn man andere Marken anguckt, da bist du halt einfach, wenn du als Influencer dabei bist, einfach nur eine Nummer. Und halt uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir den Kreis auch kleiner halten, damit wir auf die einzelnen Athleten wirklich auch besser eingehen können und die halt wirklich maximal supporten können. Ja, dass man nicht einfach nur eine Nummer ist sozusagen, sondern wirklich eben wie jetzt zum Beispiel Anton, er ist Massive Soldier Athlet und er verkörpert das halt auch mega so. Ja. Stecken die Athleten denn da in der Produktentwicklung mit drin oder macht ihr das eher bei euch im Kämmerlein aus? Eigentlich machen wir das eher für uns alleine aus. Wenn jetzt jemand irgendeine Idee hat oder so, sind wir natürlich offen. Also Ja. wir sind alle sehr, sehr close.
Ja. Ich Aber habe nur gerade letztens auch so eine Kooperation mit Heiko Kalbach gehabt. genau. Das ist auch was wir halt cool finden, dass wir mit halt coolen Leuten aus der Szene auch kooperieren, weil wieso nicht? Die Szene ist eh klein und wieso sich gegenseitig ja anfeinden oder haten, wenn man nicht was Cooles zusammen machen kann. Nee, finde ich toll. Wie gesagt, mein Ziel mit diesem Podcast ist, die Fitnessszene irgendwie zu einen, wieder ein bisschen zusammenzuführen, damit weniger Scheiß auf Rap One geschrieben wird oder die Leute auch mal irgendwie zusammen ein bisschen Spaß haben wollen. Und wenn ihr dann so Kooperation noch macht, finde ich das super. Unterstütze ich total. Das heißt, es war auch eine Frage tatsächlich von Zuschauern, was du beruflich machst. Du hast schon gesagt, du machst halt Online-Coaching, bist bei Massive Soldier ein bisschen mit involviert und aber auch hauptsächlich irgendwie auch Profiathletin noch mit bei, ne? Kann man so sagen, ja. Also Bodybuilding nimmt ja auch ein paar Stunden am Tag in Anspruch, sagen wir es mal so. Und genau. Also ich bin nicht, das ist wirklich eine Frage, die ich oft gestellt krieg. Ich habe nicht noch irgendwie einen Beruf, wo ich sonst noch fest angestellt bin oder so. Also ich bin selbstständig. Und Coaching, kann man sich dann auch bei dir melden oder bist du voll? Man kann sich melden. Da muss ich halt einfach, wie gesagt, immer gucken. Also ich habe jetzt nicht eine Liste, wo ich sage, keine Ahnung, so und so viele Athleten und dann bin ich voll. Ich gucke halt, wenn ich jetzt jemand habe, der echt sehr, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, dann muss ich natürlich gucken, wenn dann 5 Leute sind, die sehr, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, dann geht es natürlich nicht. Ja. Da bin ich auch momentan so ein bisschen andere Strukturen am Schaffen, dass ich da auch effizienter arbeiten kann und halt auch mehr Leute aufnehmen kann. Aber ich bin offen, also ich bin noch frei, ich habe noch Plätze auf jeden Fall. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch sehr gerne melden. Bei Instagram Unter oder hast du eine Website? ich habe eine Website und halt auch über Instagram, also ich bin da auch sehr, sehr aktiv, schreibe da auch wirklich jedem zurück und genau, einfach melden. Ja. Nimmst du nur Bikini-Mädels oder jeden Athleten, der Bock hat? Also ich nehme, wenn jetzt jemand Interesse hat, einen Wettkampf zu machen, nur Bikini-Mädels für die NPC. Aber ich habe meistens einfach nur Lifestyle-Klienten, also ganz klassisch. Okay, gut. In dem Sinne haben wir da auch schon ein bisschen Werbung mit eingestreut. Ich habe allerdings noch ein paar Zuschauerfragen, bevor ich dich entlassen darf. Hast du Bock? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann, ich habe auch schon tatsächlich einige mit eingebaut. Aber vielleicht sind noch ein paar übergeblieben. Was machst du beruflich? Das haben wir. Deinen Vater hatten wir auch. Rap One hatten Das wir. wurde als Frage gestellt. Tatsächlich, ja. Okay, krass. Wie geht es dir mit deiner Reverse-Diät? Also, ich habe da gestern gerade ein YouTube-Video drüber gedreht. Das kommt auf jeden Fall auch am Wochenende raus. Je nachdem, wann der Podcast rauskommt, wird es vielleicht schon online sein. Also checkt auf jeden Fall meinen YouTube-Kanal ab für genauere Infos. Aber also die Reverse Diet war auf jeden Fall besser als letztes Jahr. Wie gesagt, ich trainiere immer noch und ich esse immer noch nach Plan. Aber es ist auch so ein bisschen ein Auf und Ab. Also es war ein Auf und Ab so die letzten Wochen. Da ich ja eben aus der Essstörung komme, ist so, ich sage jetzt mal, Binge Eating immer noch ein Thema bei mir. War auch ab und zu jetzt der Fall, aber ich komme viel, viel besser damit klar. Also wenn ich jetzt einen Binge gehabt habe, dann ist es für mich nicht so, oh mein Gott, ich muss Cardio machen und ich trainiere jetzt 2 Stunden, um das zu auszugleichen oder dass ich mich sogar übergebe oder so. Das ist für mich dann so, ich habe dann gegessen und jetzt bin ich zwar in der Reverse oder halt im Aufbau und für mich ist es mental dann einfach so, okay, es passiert, nächster Tag einfach ganz normal weitermachen, mach Planessen. Vielleicht passiert es wieder, vielleicht nicht. Und das ist so ein bisschen der aktuelle Stand. Also durch das Training, durch meine Routinen bin ich da eigentlich relativ gut dabei, bin auch sehr zufrieden mit dem Fortschritt. Auch wie gesagt, ich habe wirklich sehr gute Fortschritte jetzt schon gemacht für diese kurze Zeit. Nutze auch die Energie auf jeden Fall, die ich habe. Und es geht halt wirklich von Woche zu Woche besser. Also ich habe auch praktisch keine Cravings mehr. Gönn mir auch ab und zu mal was.
Wenn mein Freund sich einen Döner holt oder so, beiße ich zwei, dreimal ab. Esse aber auch selber mal eine Pizza oder zwei. Also ja, es läuft gut. Okay, also du hast deine Balance gefunden zwischen Bodybuilding, Autismus und sich auch mal was Yes. gönnen. Ja, Okay, genau. schön. Ist Bodybuilding wirklich das, was sich zu 100% erfüllt? So 100%, ja. Perfekt. Wie lange möchtest du den Sport noch machen? Solange wie ich kann, also solange wie es meine Gesundheit zulässt und solange es mir Spaß macht, weil wenn ich mir vorstelle, dass ich eine Diät machen müsste, ohne irgendwie eine Leidenschaft dafür zu empfinden, dann wird das wahrscheinlich nicht passieren und werde ich wahrscheinlich mental auch nicht stark genug sein, das zu tun. Bist du natural Profi geworden? Yes, komplett. Auch ohne Entwässerung gar nichts. Also was Stefan angeht als Coach, er ist ja auch der Meinung, dass wenn man natural nicht Profi werden kann, dass man es vielleicht lieber sein lassen sollte. Und da bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar. Als wir erst Kontakt hatten, war das auch direkt ein Thema und ich kannte ihn ja nicht. Ich kannte ihn eigentlich nur durch Christina. Und dann habe ich mit ihm halt auch über das Thema geredet und er war halt straight so, nee, du hast noch so viel Potenzial und wir gucken jetzt mal, was natural geht und danach kann man immer noch weiter gucken. Wie sieht es jetzt im Profilager aus? Muss danach geholfen werden oder schaffst du es auch noch weiter ohnehin? Gibt es auch eine lustige Story dazu. Und zwar, als ich in England war, haben wir darüber geredet, wenn es jetzt in England nichts wird, dann werde ich die Woche drauf in Frankreich starten. Und wir haben dann in England schon darüber geredet, also über die Off-Season. Und er meinte dann straight zu mir so, ja, du wirst jetzt diese Off-Season auf jeden Fall noch natural machen, weil ich eigentlich noch nie eine richtige Off-Season natural hatte. Ja, Wie klar, gesagt, stimmt. die letzte Off-Season, die ich ja hatte, das war ja nicht mal, also das war keine Off-Season so. Ja. Und deswegen, er ist halt auch der Meinung, ich auch, dass ich wirklich noch genug Potenzial habe und erst dieses Potenzial ausschöpfen möchte, um danach dann halt vielleicht nachzuhelfen. Aber momentan oder diese Offseason ist es auf jeden Fall noch kein Thema. Finde ich sehr cool von Stefan, auch sehr cool von dir. Bin ich sehr dankbar auch auf jeden Fall. Ja. Wo wir schon bei Stefan sind, hier ist noch eine Frage. Hast du zu den anderen Athletinnen vom Boss of Outlaw Kontakt und wie ist die Atmosphäre so zwischen euch? Also eine Jule Schwebe fällt mir jetzt ein, Johanna Dürr. Ja, also bei Johanna war ich tatsächlich auch im Podcast. Ich Nicht gehört. habe sie auch auf der NRW getroffen. Nee, das war ja nicht mehr NRW. Doch, NRW. Und wir sind ab und zu in Kontakt. Ich habe ihr heute auch gerade wieder geschrieben bezüglich Podcast, hatte noch ein paar Fragen. Mit Jule. Jule war ja in England. Mit ihr habe ich auch ab und zu mal Kontakt, aber mehr so über Insta. Aber so wirklichen Kontakt mit anderen Athletinnen habe ich eigentlich nicht jetzt von Stefan. Also es ist halt so, man schreibt, man kennt sich von Insta, ah, du bist auch bei Stefan, ah, okay, cool. Wenn man sich live trifft, ist es auch voll easy und so, also nicht irgendwie Konkurrenz, Kampf, keine Ahnung was. Aber jetzt auch nicht so, dass man sich regelmäßig zum Kaffee trifft. Nee. Ja. Also ich bin ja eh, ist niemand in der Nähe Ja. jetzt, mit dem ich mich zum Kaffee treffen könnte, so. Alright. Nur noch zwei Fragen tatsächlich. Welche Bikini-Athletinnen inspirieren dich? Und wieso? Ja, also was heißt inspirieren? Also ich verfolge natürlich so die Top-Olympians, sage ich jetzt mal. Das wäre zum einen Lore Lee. Lore Lee war auch die erste Bikini-Athletin, der ich tatsächlich gefolgt bin. Und sie hat mich eigentlich so über meine ganze Journey begleitet. Ich finde es auch unglaublich, welchen Progress sie durchgemacht hat, wie krass sie sich verändert hat. Zum Guten, wie krass sie auch aussieht. Und habe sie auch immer auf YouTube verfolgt. Auch was das Mindset angeht, echt sehr, sehr viel von ihr gelernt oder ja, mich doch auch inspirieren lassen, was das angeht. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich verfolge die anderen alle so ein bisschen über Insta, aber wirklich die
die Hauptathletin sozusagen ist wirklich einfach Loreley. Okay. Genau. Und letzte Frage, wer gewinnt die Bikini Miss Olympia dieses Jahr? Ich glaube Loreley. Dann hoffen wir, dass das dein Vorbild sich die Krone wieder aufsetzen darf. Ist mein Tipp. Wir werden sehen. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Und ich würde sie ja mega gönnen. Alles klar. Dann bin ich mit meinen Fragen und den Zuschauerfragen durch. Jetzt hast du noch natürlich das letzte Wort. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Irgendeine Message, Werbung, was auch immer. Das letzte Wort gehört dir. Ja, also ich kann mir natürlich unterstützen mit einem Einkauf bei Massive. Könnt mit Kiki 15 sparen, oder auch bei Allstars mit Kiki 20. So. Mich könnt ihr natürlich auch unterstützen, beziehungsweise, oder wenn ihr mehr von mir erfahren wollt, könnt ihr mir gerne auf Insta folgen. Ihr könnt meinen YouTube-Kanal abonnieren. Da wird jetzt auch hoffentlich wieder mehr Content kommen. Gerade so bezüglich, ja, Post-Competition-Phase und halt auch Off-Season. Ansonsten, ach, so, das mit der Message finde ich immer so ein bisschen schwer, weil wir haben jetzt über viel Verschiedenes geredet, aber ja, ich möchte auf jeden Fall mich bei dir bedanken, dass ich zu Gast sein durfte in dem tollen Podcast. Ich finde es auch cool, dass du jetzt halt noch ein paar mehr Mädels auch einlädst, obwohl ich deinen Podcast vorhin auch schon sehr, sehr cool fand. Danke. Ja, und vielleicht wirst ja auch du mal ein Podcast-Gast von mir sein oder von uns. Oha. Natürlich auch cool, dass du mal dann auf der anderen Seite dich befindest und nicht als Host agierst. Wer weiß. Da werde ich mal ins Kreuzverhör genommen. Da erfahrt Ja, ihr Sachen, genau. die wollt ihr nicht wissen, Leute. Ja, Auch eben, also deswegen, ich finde es auch cool eben, oder auch zum Beispiel vom Garnicus-Podcast, wenn Danny zum Beispiel mal in einem Podcast ist, der auch immer lustig, dann, dass man dann so die Rollen switcht. Typ ist sowieso Gold wert. Ich liebe es. Den, ja, ich habe schon mal überlegt, so eine Podcast-Host-Episode zu machen, wo wir uns dann einfach mit den Podcast Hosts, die Bock haben, in so eine Konferenz setzen, einfach mal so ein bisschen austauschen. Geil. Wäre auch todesinteressant. Das, Interessant. ja, ich denke, das wird die Leute auf jeden Fall auch interessieren. Ja. Ja. Gut, Kiki, dann danke ich dir. Also, wie gesagt, heute war so eine kleine Kennenlernfolge. Jetzt wisst ihr ja, wer Kiki ist, wer dahinter steckt und was Kiki vorhat. Wenn ihr mehr von ihr hören wollt und sie nochmal einen Podcast haben möchtet, dann dürft ihr es natürlich fordern und kommentieren. Vielleicht sind noch ein paar Fragen ungeklärt geworden oder ihr seid noch irgendwie, ja, jetzt hellhörig geworden, was euch interessiert, dann lasst ein paar Comments da. Ansonsten gilt wie immer, folgt Kiki, wenn ihr sie interessant findet. Teilt den Podcast gerne, lasst einen Daumen da und dann bedanke ich euch fürs Zuhören. Wie immer gilt, bildet euch breiter und bleibt stabil. In dem Sinne, danke Kiki und ciao. Danke dir. Bis dann.